Digga, ist das krass. Wir waren mal wieder auf YouTube unterwegs. Wie komisch. Ja, ja. Was geht, Freunde? Heute ist Donnerstag. Wir haben heute was Geiles vor. Wir gehen heute ins Stadion. Leverkusen gegen Rom, Halbfinale und Rückspiel. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Heute ist außerdem auch Vatertag. Ich muss auch noch gleich was holen. Geht für meinen Vater, sage ich euch ehrlich. Ich habe noch nichts. Ist heute Feiertag? Ja, ne? Ey, scheiße, nichts hat doch auf, oder? Naja, egal, ich gehe jetzt auf jeden Fall Brötchen holen. Wir müssen noch meine Mutter zum Flughafen fahren, ich muss meinen Bart rasieren. Dann gehen wir noch zu Elias. Von dort aus gehen wir zum Spiel, bla bla bla. Ich nehme euch einfach mit, die Welt sehen. Deswegen bleibt dran, freut euch auf den Vlog. Und ja, lasst ein Like da. So, wir sind jetzt hier zu Hause. Ich habe mir gerade meinen Schrank angeguckt und es ist einfach Katastrophe. Ich meine, schaut es euch mal an. Oh, schaut es euch einfach an. Digga, oder soll ich so filmen? So ist doch viel cooler. Ja, so ist geiler. Schaut es euch einfach an. Ach, hi, ist hier. Nee, aber es ist wirklich einfach Katastrophe. Es ist unnormal voll. Ich hab keine Worte dafür. Bei Gott, schaut es euch einfach an. Nicht nur da, jetzt auch noch andere Seite. Digga, seid mal ehrlich. Ich schwöre, ich muss das ändern. Bei Gott, das ist respektlos. Das ist krass respektlos. Also selbst jetzt hier einfach weg. Außerdem sortiere ich auch aus. Weil ich habe ein bisschen abgenommen. Und ich werde auch noch weiter abnehmen bis so, was heißt Sommer, aber kurz vor meinem Urlaub. Das sind die Klamotten, die ich bis jetzt aussortiert habe, weil die mir einfach viel zu groß sind. Das ist geisteskrank, ich schwör's euch, ich feier's einfach. Hier. Das kommt noch raus. Die Badehose passt mir nicht mehr, die ist zu groß. Ich bin letztens damit schwimmen gegangen, die rutschen mir immer runter. Ich schwöre, das ist alp. Ich glaube, ich verkaufe die Sachen. Ja. Egal, jetzt sortiere ich weiter aus. Ich guck einfach, mal sehen, was passiert, ja. Wir sehen uns, wenn ich das alles fertig gemacht habe. Ich schwöre, das ist so viel. Digga, ich versuche die ganze Zeit noch so einen neuen Winkel zu finden oder wie ich die Kamera halten soll. Ich halte jetzt einfach so. Und das ist so einfach. Verdecke ich nicht? Nein, tatsächlich nicht. Das ist krass. Okay, so ist gut. Ich bin fertig. Ja. Ich hab's geschafft. Hier, ich zeig dich sogar. Ich bin einfach der King. Bei der King hier. Ich hab es. Oh fuck, auf Kamera hinten. Es sieht nicht so geil aus, ja, okay, aber war besser als davor. Hier, guck mal, diese andere Seite, das bin ich. Hier auch alles perfekt, alles super, alles, ja, was geht ab? So, bam. Viel aufgeräumter, viel ordentlicher. Viel, viel ordentlicher. Und das Michael Jordan. Ja, ich schweige gerade. Edeka. Ja, ich habe mir jetzt ein paar Blüten geholt, so Sonnenblumen oder so. Und die sahen fresh aus. Die sahen wirklich gut aus. Ich hoffe einfach, der freut sich drüber, ja. Mann. Das ist so kacke, Alter. Fuck. Junge, ich hab das gerade sauber gemacht. Sieht man mich überhaupt so? Ich hätte aber auch damit rechnen müssen. Dass keine Läden offen haben. Ey, ich bin so blöd. Wenn man keine Schule hat, man hat doch gar keine Ahnung von Feiertagen. Ich bin so verloren, ne? Ich hab gerade meine Mutter abgesetzt. Bin hier noch im Flughafen, Düsseldorf Flughafen. Ich gehe jetzt nach Hause, mache mich kurz frisch, Bad rasieren, dies, das. Dann geht es mich zu Elias. Hallo. Danach Leverkusen. Ich warte auf diesen einen Moment. Wir werden das Spiel drehen. Auf Dreher werden Spiele gedreht. Es dreht, wir drehen es. Und dann Road to Budapest. Leute wissen gar nicht, es wird behindert krass. Es wird 100 pro unnormal krass. Wir sehen uns gleich bei Elias, wir chillen noch ein bisschen. Von daher bis gleich, ja. Schopp! Ja, Mann. Hast du Navigation an? Ha? Hast du Navigation an? Nee. Ich hab ihn gefilmt. Ein Film? Ein Film, ein Video. Aber jetzt hab ich mich erschrocken. Ja, das ist jetzt halt. Egal. Hi. Hi. Zu entdecken, zu erleben, zu verstehen. Das ist es. Das ist es. Nicht in Köln und Düsseldorf. Nein, hier sind wir zu Haus. Leverkusen, wir sind immer dabei. Wir sind auf der Brust mit Herz und Gefühl.
zu dir. Bayer 04, Leverkusen. Auf dem Weg, man hört die. Leverkusen. Alle, alle. Ich muss ein bisschen scheißen. Das ist Nervosität. Ich fühl dich. Als wären wir selber auf dem Spielfeld. Ne, Lore? Wir machen das. Auf jeden Fall. Wir schaffen das. Da kommen eh keine Autos durch. Das fällt das so aussieht. Ja, perfekt. Es kommt ein Auto durch. Ist das krass? Ist das krass? Ja, wie krass. Ist das krass? Tipp 2-0. Ich muss jetzt gleich alle in die Mitte springen. Ja, wir machen Matchbook mit uns. 1-0, Verlängerung der Bühne. Ganz dreckig, direkt drauf. Es ist so voll, wir sind hier so. Wir gehen locker schon 5 Minuten nur durch Menschen. Das ist geisteskrank. Da geht's. Alter, ausverkauftes Ding. Es wird behindert krass. Komm. Ich auch nicht. Junge, so ein Typ kommt einfach an mir vorbei, meint so, Hindi weg. Ich bin breit gefühlt. Lass mich drauf. Ich muss drauf. Ey, nein, lass mich drauf. Mann. Ist das geil. Wartet hier ungelogen schon über 10, 15 Minuten. Es ist einfach. Ich kann so oft sagen. Voll. Das ist aber geil, das ist krank. Ich hab's morgen getroffen. Evakuierungsschüsse! Relativ geile Plätze, nah am Feld, leider nicht in der Mitte, aber hier, Eckfahne. Einfach nur, der kommt hier direkt zu mir. Und das wird immer so sein.
Bravo Leverkusen! Leverkusen! Ja! Macht es! Ja, 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 ja
Und eine Runde. Was? Oh mein Gott. Halbzeitstand 0-0. Digga, Stimmung ist krass. Mein Gott, Stimmung ist krass. Stimmung ist unnormal krass. Aber Junge, der Schiedsrichter ist so kacke. Mein Gott, ey, es gab Sachen, die mussten wir einfach machen. Guck mal, wir brauchen ein 1-0, dann geht's in die Verlängerung. Ja, ich schwöre, Verlängerung, ich hätte voll Bock drauf. Unnormal Bock. Ey, nächste Halbzeit, schön mehr sehen. Auf geht's, Leverkusen!
Kleinigkeit. Spiel vorbei. Stimmung, also erstmal zur Stimmung. Stimmung 10 von 10. Ne? Also war laut, war ja, gut, ja, war krass. Also für Leverkusen war wirklich stark. Spiel generell, Bruder, Rom hat so kacke gespielt. Ne? Die haben sich nur hingelegt auf die Fresse. Ich schwöre, ich kann sowas gerne. Das Einzige, was gefehlt hat, war ein Tor. Nur ein Tor. Wir hatten so viele Chancen, haben vieles nicht reingemacht. Egal, was soll ich euch sagen, ja. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und dann gucken. So, Freunde, wir haben auch den nächsten Tag, das war's vom Vlog. Ich hoffe wirklich, dass... So, Freunde, wir haben auch schon den nächsten Tag, das war's vom Vlog. Ich hoffe, es hat euch wirklich sehr gefallen. Ich versuche mehr von so, also von diesem Content hier zu hochzuladen. Mal sehen, ob es klappt. Ich hoffe es. Lasst gern ein Abo da, lasst gern ein Like da, kommentiert, macht was ihr wollt, teilt es oder so. Einfach Support da lassen. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und